Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Heute gibt's etwas Typisches aus der Schweiz zu dieser Jahreszeit. Es gibt Vermicelltörtchen, herrliche knusprige Böden mit Vermicellpüree oder Maronenpüree. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Viel Spaß! Was brauche ich dazu? Ich brauche knusprige Mürbeteigböden. Da habe ich schon ein separates Video dazu gemacht, das ich dir gerne in der Infobox verlinke. Dann Maronenpüree, da gibt es auch ein separates Video. Etwas Sahne, Schlagsahne, die schlagen wir uns dann auf. Dann Baisertropfen. Hier habe ich zwei Eiweiß mit 100 Gramm Zucker aufgeschlagen. Den Zucker habe ich in drei Teilen beigegeben, schön steif geschlagen, bis sich Spitzen gebildet haben. Mit einer kleinen Tülle im Anschluss auf ein Backblech dressiert. Ein Teil habe ich Punkte gemacht und die anderen kleine Tropfen. Da habe ich den Spritzbeutel angesetzt und hinten leicht einen Tropfen gezogen. Diese brauchen wir dann für die Deko. Das Ganze kommt 4 Stunden bei 190 Grad in den Ofen. Nach dieser Backzeit sollten die wirklich schön hart sein. Wenn das nicht der Fall ist, schaltet ihr einfach den Ofen aus und lasst die noch im Ofen bis am nächsten Tag. Dann trocknen die schön nach. Ich bekomme auch immer die Frage, hey, meine sind noch Weichen drin, was soll ich machen, wegschmeißen? Nein, einfach weiter austrocknen, da passiert absolut gar nichts. Dann weiter brauche ich Schokolade und optional etwas Marzipan. Als nächstes schlage ich mir die Sahne auf. Hier gebe ich noch etwas Zucker bei, etwa 10%. Erstens wird die Sahne dann vom Geschmack her etwas besser und zweitens ist Zucker auch ein Stabilisator. Etwa 10%, hier habe ich 500 Gramm Sahne, dann gebe ich 50 Gramm Zucker bei. Das Ganze wird jetzt schön steif geschlagen und in der Zwischenzeit löse ich mir gleich die Schokolade auf, die ich hier auf einem Wasserbad habe. Nun gebe ich mir die runden Baiser jeweils in einen kleinen Boden und in den großen 4-5 verschiedene gleichmäßig verteilen. Und jetzt fülle ich mir die Sahne bis an den Rand hoch auf. Und hier siehst du jetzt, die Sahne lässt sich sehr gut einfüllen und buttert nicht aus. So muss sie sein, stabil, aber nicht ausbuttern. Beim großen klein wenig unter den Rand, sonst ist es viel zu viel. Hier fast bündig und hier etwas darunter. Jetzt nehme ich mir einen anderen Spritzbeutel. Hier habe ich eine Tülle drin mit Löchern, fast wie eine Grastülle. Und da mache ich jetzt die typischen Würmer aus dem Maronenpüree. Bei den Törtchen drehe ich einen Kreis bis nach oben hoch. Nochmal rausdrücken und nach oben hochkreisen. Dann, wenn hier etwas darüber kommt, einfach mit den Fingern etwas raufklappen wieder und schön auskorrigieren. Und beim Großen mache ich keine Kreise mehr, sondern gerade Linien. Im Anschluss nehme ich mir wieder die Sahne, fülle den Rest noch auf und mache oben eine Rahmrosette obendrauf. Setze an und drehe. Wichtig ist nicht in den Rahmen hinein, sondern eher hochziehen und einen kleinen Kreis machen. Hier noch etwas kleinere. Zuerst 4 und dann noch die Lücken schließen. So. Jetzt zur Dekoration gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder nimmst du dir Marzipan und machst da auch, wie hier, solche Tropfen. Denn das gibt dann eine kleine Kastanie. Entweder nimmst du dir hier die Baiser,
als Deko oder Marzipan. Dazu mache ich auch solche Tropfen und die werden dann in Schokolade getaucht. Dann sieht es fast aus wie eine Kastanie. Dazu nehme ich die aufgelöste Schokolade und tunke den Spitzen schön hinten rein. Oder die Variante, die mir persönlich besser gefällt, du nimmst die Baiser. Die sind auch leichter für auf die Rahmenrosetten geeigneter und legst die hin. Dann gibt es auch wie kleine Maroni, kleine Kastanien. Natürlich mit etwas Fantasie, aber sonst soll es ja auch sein. Hier mit zwei Fingern festhalten und wirklich drei Viertel mit Schokolade betauchen, am Rand abziehen und das Maroni ist soweit schon fertig. Auf ein Backpapier legen und schön aushärten lassen. Hier noch ein Geheimtipp, wenn du die wegziehst, bevor sie ganz fest werden, bleibt die Schokolade da unten haften und du hast einen schönen Abschluss. Wenn sie hart ist, hast du immer so Füßchen und einen Boden. Das hast du so nicht, wenn du den direkt wegziehst. Dann lege ich mir das Maroni schön oben drauf. Die drei Marzipan-Maroni lege ich hier beim Törtchen in die Mitte und gebe mir auch jeweils ein Maroni auf die Rahmenrosette. Jetzt der Boden bleibt auch schön knackig. Du hörst es, denn wenn der jetzt nicht mit Schokolade ausgestrichen würde, dann würde jetzt hier die Sahne den ganzen Boden aufweichen und so bleibt er schön knackig. Wenn ich das jetzt anschneide, hörst du es schon? Extrem lecker, harmoniert wirklich sehr, sehr gut zusammen und mit dem knusprigen, knackigen Boden wirklich herrlich. Das war's mit diesem Video. Ich danke dir fürs Zuschauen. Das Rezept findest du hier. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Hier oben bekommst du eine Umrechnungstabelle. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Schreib einen Kommentar, wie hast du dieses Video gefunden. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.